Alle zusammen. Ich habe hier von Marisun den Heizkörper. Man sieht schon, der ist ziemlich groß und trotzdem relativ leicht. Man kann ihn hier hinten an die Wand hängen mit diesen zwei, ja, Schraubenhaltern. Und hier hat man ihn auch immer gut im Griff, sodass man ihn tragen kann. Er hätte hier unten auch noch Rollen, die gucken wir uns vielleicht ganz am Schluss nochmal an, dass man ihn ein bisschen rollen kann. Aber man sieht schon, hier auf dem Teppich geht das mit den Rollen nicht ganz so gut. Das geht auf dem Parkett ein bisschen besser, aber dazu vielleicht später. Hier auf der Seite kann man das Ganze anmachen. Wir haben hier die Möglichkeit zwischen 500, 1000 und 1500 Watt umzuschalten und hier die Wärme einzuschalten, wie warm es in dem Zimmer werden soll. Gehen wir jetzt mal auf 500 Watt, das wird dann hier auch angezeigt. Dann sieht man, dass die Heizung relativ schnell warm wird. Ich kann gucken, noch sieht man hier nichts. Das Einzige, was mir eben noch aufgefallen ist, bei den ersten ein, zwei Betrieben hat diese Heizung noch relativ doll ausgedünstet, hat nach Elektronik und Plastik gerochen. Aber ansonsten kann man mit dieser Heizung relativ schnell auch so einen 20 Quadratmeter Raum ein bisschen aufheizen. Man kann es, wie gesagt, an die Wand hängen, auch schnell wieder runter heben, sodass sie auch transportabel ist. So, und jetzt hat man schon die erste Wärmeleistung hier, noch nicht besonders stark, aber man sieht eben, dass hier bereits nach wenigen Sekunden schon Wärme entsteht und nach 1 bis 2 Minuten ist sie eigentlich relativ weit aufgeheizt. Und das sind jetzt nur 500 Watt und das geht dann eben auch 1000 Watt oder sogar 1500 Watt stellen. Dann müsste es sogar noch ein bisschen schneller gehen mit dem Aufheizen.